So, sorry, dass bis jetzt nichts kam, den ganzen Tag lang. In der Früh war es halt blöd und danach war ich den ganzen Tag seit 7 bis eigentlich jetzt, wo das wieder zählt. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen nach 9. Auf die Messe. Den ganzen Tag ausgenutzt. Das erste, was wir gemacht haben, also was ich gemacht habe, war gleich mal Far Cry 5 spielen, was extremst geil war. Es war eigentlich wie Far Cry 4, 3. Nur hat man halt auch fliegen können und das ist wirklich sehr gut umgesetzt. Also, das werde ich mir auf alle Fälle holen. Danach, was haben wir denn danach gemacht? Großartiges. Sea of Thieves habe ich gespielt, da kommt noch ein Gameplay, weil da habe ich einen USB-Stick bekommen mit meinem Gameplay oben. Das werde ich wahrscheinlich dann demnächst irgendwann nächste Woche hier hochladen. Sonst sind wir einfach nur so durchgeschlendert. Großartiges gespielt, das mich nur interessiert hat, war dann Cuphead. Das habe ich aber nur ganz kurz angespielt, weil das Spiel ist so bockschwer. Ich habe drei Boss probiert und bin. Ich habe keine Chance, die sind so, das Spiel ist so schwer. Ich werde es mir trotzdem holen. Falls ihr nicht wisst, was Cuphead ist, googelt das. Der Grafikstil ist einmalig. Das gibt es sonst nirgends, nie irgendwo. Also, das ist echt ein tolles Spiel, glaube ich. Und sonst einfach nur durchgeschlendert. Ein bisschen Merch abgesahnt, aber noch nicht zu viel. Das kommt dann wahrscheinlich morgen dran. Und ja, heute nur ein paar Games angespielt. Was habe ich noch angespielt? Rainbow Six Siege habe ich das erste Mal gespielt. Hat recht Bock gemacht, weil eben dieses neue DLC, was da kommt. Aber sonst, ja, ich glaube nicht, dass ich mir holen werde. Deswegen ist ganz interessantes Spiel. Aber sonst, was habe ich sonst noch gespielt? Eigentlich nichts Besonderes. Ein bisschen Merch abgesandt. Ich habe mir so eine Tüte gekauft, so ein Goodie Bag, und da waren ein paar ganz geile Sachen dabei. Zum Beispiel ein Batman Arkham Knight Mauspad, und das war eigentlich schon das Geilste drin. Sonst noch ein Schlüsselanhänger und so. Das war so ein. Es gibt eine ganze Halle voll mit Merchandise. Eine komplette Halle, die ist voll mit Merchandise. Nur Merchandise-Stände. Es gibt aber kein einziges Plans-to-Miss-Produkt darauf. Nichts. Nada. Gar nichts. Was ich jetzt schlimm finde eigentlich, weil es ist nicht so eine kleine Marke eigentlich. Aber es ist wirklich eine ganze komplette Halle. Da sind unendlich viele Merchandise-Stände. Finde ich irgendwie schade. Ich hätte mir schon ein bisschen was erwartet. Aber ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich habe zwei nette Fans getroffen. Ich habe ein paar YouTuber getroffen. Mit Unge habe ich ein Bild, mit dem Heide habe ich ein Bild, mit Robert Hoffmann habe ich ein Bild, mit The Changeman und mit Hans. Ich glaube, das war's schon. Ja. Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr. Ich gehe jetzt dann geschlafen, wenn meine Füße tot sind. Und morgen geht es dann wieder um 7 Uhr wach. Um 7 Uhr auf und dann gehe wieder zur Gamescom. Und dann möchte ich ein bisschen schauen, dass ich hier ein bisschen mehr Merchandise und so Goodies abgreife, weil die schmeißen ja da zum Teil Headsets und Mäuse und Tastaturen in die Mengen rein. Und das. Vielleicht bekomme ich ja das ein oder andere ab. Wäre schon geil. Gut. Ja, morgen wieder den ganzen Tag wahrscheinlich. Falls ihr noch Fragen habt, haut sie ruhig in die Kommentare. Sonst gibt es viele Bilder auf Instagram. Ja, eigentlich nur auf Instagram, in den Instagram Stories, aber sonst nicht viel. Also, mein Highlight bis jetzt war eindeutig Far Cry 5. Ja, schon. Ich schaue die ganze Zeit ins Display. Sorry. Passt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war's von mir. Für vorerst. Es kommt noch ein großer Gamescom-Vlog, aber der kommt erst später. Bis dann und ciao.